Es ist der alles entscheidende dritte Spieltag im Aufstiegsrennen in der Relegation zur Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar. Hier ist Waldalgesheim und hier musste ja SV Alemannia heute gegen den Rheinland-Vertreter, den SV Mering, antreten und gewinnen. Wollen die Jungs von André Weingartner in die Oberliga aufsteigen? Gelingt dies? Ihr seht's wie immer bei uns auf FUPA. Die Voraussetzungen für das Spiel waren also klar. Und die fast 900 Zuschauer sahen ein schnelles Spiel. Beide Teams schenkten sich nichts. Es ging hin und her. Gute Gelegenheiten auf beiden Seiten, meistens nach Standards. Dann die Gäste aus Mering in der 23. Minute mit einem Eckball. SV-Stürmer Marc Willems auf links im Angriff mit dem Kopf. Waldalgesheims Schlussmann Georg Borschek kommt nicht mehr ran. 0:1 für die Gäste von der Mosel. Waldalgesheim nun unter Zugzwang. Mering im Vorteil. Weitere gute Gelegenheiten wurden von beiden Mannschaften allerdings ausgelassen. 0:1 auch das Halbzeitergebnis. Nach dem Seitenwechsel stellte Gästetrainer Frank Med die Defensive auf eine Fünferkette um. Die Räume wurden also für Waldalgesheim nochmals enger. Aber die Hausherren treten auf, kämpften verbissen, doch spielerisch fehlte der letzte entscheidende Pass. Waldalgesheim bei Standards aber immer brandgefährlich. So wie in der 76. Spielminute. Freistoß für die Gastgeber. Erik Wischang tritt den Ball. Getümmel in Merings Strafraum und dann ist es Waldalgesheims Leader Marcel Fennel 1:1. Noch eine Viertelstunde hatte das Team von André Weingartner Zeit. Die Anspannung war überall spürbar. Nach 93 Minuten war dann Schluss. Ein temporeiches Spiel ging mit 1:1 aus. Und während die aufopferungsvoll kämpfenden Spieler des SV Alemannia Waldalgesheim in sich zusammensanken, begannen die Gäste, sich und den Trainer zu feiern. Wir haben gut angefangen, falsch, und dann lähmt die Angst, lähmt die Beine, die Bälle nach vorne verloren, haben es nicht geschafft, das 2:0 zu machen, aber weil Algesheim hat ja im ganzen Spiel nur auf Standards gespielt, das haben sie nicht schlecht gemacht, aber meine Jungs haben alles reingeworfen und ich denke mal, das war nicht unverdient gewesen. Chancen waren da. Ich glaube, der Gegner hat sich wirklich ins Ziel gerettet, weil wir einfach in der zweiten Hälfte die deutlich bessere Physis hatten und es wirklich dann auch bei jedem Angriff von uns brandgefährlich wurde. Wobei insgesamt uns halt so ein bisschen das gefehlt hat, was uns so die letzten Spiele ausgezeichnet hat, so ein bisschen diese Spielfreude, dieses Kombinationsspielen. Aber ich meine, das kann man auch irgendwo nachvollziehen. Heute war der Druck natürlich ein ganz anderer als gegen Ende der Runde, wo schon klar war, dass wir Zweiter waren. Mein Gott, wenn man so ein Spiel dann 1:1 spielt hier, wo man es braucht, gegen so eine Kulisse, gegen so emotional. Ja, ich bin einfach nur glücklich jetzt.